Autismus oder Autismus-Spektrum-Störung zeichnet sich durch Schwierigkeiten in der Interaktion, in der Kommunikation und durch stereotype Verhaltensweisen, besondere Interessen aus. Das heißt, um ein paar Symptome jetzt zu nennen, dass zum Beispiel Betroffene Schwierigkeiten haben, automatisch Blickkontakt aufzunehmen oder zu halten oder dann Mimik und Gestik interpretieren können, dechiffrieren können, teilweise auch, indem sie ausgeprägt unflexibel sind oder besonderen Interessen dann auch nachgehen. Autismus beginnt im frühen Kindesalter und heißt nicht automatisch, dass es dort auch diagnostiziert wird. Vor allem bei den Menschen mit hochfunktionalem Autismus kann auch im Erwachsenenalter vorkommen. Definitionsgemäß beginnt es aber im Kindesalter. Autismus gibt es unterschiedliche Möglichkeiten der Behandlung. Das kommt auf den Schweregrad auch der Einschränkung an, ob eine kognitive Einschränkung vorliegt oder nicht und wie ausgeprägt die Symptomatik ist. Da können psychotherapeutische, soziotherapeutische, ergotherapeutische Maßnahmen dann auch eingesetzt werden. Viele Betroffene profitieren auch vom Besuch von Selbsthilfegruppen und wenn sie sich umfassend über das Bild des Autismus informieren.